Hey Leute, falls man eine Sportart mit einer Gruppe spielen will, wo man zwei Mannschaften braucht, dann bildet man irgendwie zwei Mannschaften, spielt eine Runde, mischt vielleicht nochmal durch, spielt wieder und so weiter. Und die Frage, die ich mir mal gestellt habe, ist, wie oft muss ich mindestens zwei gleich große Teams bilden, bis jeder mit jedem gespielt hat? Die Antwort auf diese Frage und wie dann auch ein möglicher Spielplan aussieht, hängt natürlich von der Anzahl der Personen ab, die ich in meiner Gruppe insgesamt habe. Und wer Lust hat und Freude an solchen Knobelaufgaben, kann gerne jetzt hier das Browserfenster schließen und das Handy weglegen, das Video hier anhalten und einfach mal mit Stift und Zettel sich hinsetzen und schauen, wie man das vielleicht bei 4, 6, 8, 10, 12 Leuten so machen könnte und organisieren könnte. Vielleicht auch, wie das bei einer ungeraden Anzahl wie bei 7 Leuten funktioniert, wo ich dann ein Dreier- und ein Vierer-Teams bilden muss. Mir selbst hat sehr viel Spaß gemacht, dieser Frage in meiner Freizeit mal ein bisschen nachzugehen. Und ich würde sagen, ich habe jetzt die allgemeine Lösung gefunden und werde sie euch jetzt mal vorstellen. Und zwar, das einfachste und effektivste System ist, zu viert abzählen oder sonst irgendwie die Gruppe in vier gleich große Untergruppen einteilen und dann spielen die Einsen und Zweien gegen die Dreien und Vieren und dann die Einsen und Dreien gegen die Zweien und Vieren und dann nochmal die Einsen und Vieren gegen die Zweien und Dreien. Und dann hat man es schon nach nur drei Runden geschafft, dass jeder mit jedem mal spielen konnte. Zumindest wenn das beim zu viert Abzählen genau aufgeht. Aber auch wenn einer mehr da ist, habe ich eine ungerade Anzahl und dann ist bei den Einsen immer genau einer mehr als bei allen anderen und dann sind die Teams auch immer so weit ausgewogen, wie man das halt mit einer ungeraden Spielanzahl schafft. Genauso geht es auch, wenn es einer weniger ist beim Abzählen, dann sind die Vieren genau einer weniger und dann hat halt das Team, wo die Vieren mitspielen, immer genau ein weniger als der Gegner, sodass das auch noch möglichst ausgewogene Teams werden. Problematisch wird es beim zu viert Abzählen nur, wenn das Abzählen bei einer 2 aufhört. Denn wenn dann die Einsen und Zweien gegen die Dreien und Vier spielen, dann haben die Einsen und Zweien genau zwei Spieler mehr als die Dreien und Vieren. Und dann müsste ein Spieler auf die andere Seite, damit das noch gleich große Teams werden. Und das Interessante ist, dass bei 6, 10 oder 14 oder allgemein 4K plus 2 Spielern nicht nur zu viert Abzählen nicht mehr funktioniert, sondern jedes System versagt. Bei so einer Spieleranzahl ist es nicht möglich, dass nach drei Runden jeder mit jedem gespielt hat. Um das zu zeigen, reicht es natürlich nicht, um zu sagen, ich habe es probiert und ich habe keinen Spielplan gefunden, mit dem es funktioniert, sondern da muss man natürlich auch ganz anders rangehen und gute Argumente dafür finden, dass es nicht funktionieren kann. Hier kommt mal die Argumentation, die ich mir dazu überlegt habe. Wenn man das beim einfachsten Fall 6 Spieler hat, dann spielt man 3 gegen 3. Und nachdem man einmal gespielt hat, kann man nur einen Spieler unter den Teams austauschen. Denn sobald man zwei Spieler auf die andere Seite schickt, dann spielen die beiden ja auch wieder zusammen und man hat effektiv auch nur den, der dann stehen bleibt, ausgetauscht. Deswegen habe ich dann nach der zweiten Runde in jedem Team zwei Spieler, die die beiden Spiele gemeinsam gemacht haben und die auch jeweils halt mit den beiden Spielern aus dem anderen Team noch nicht zusammengespielt haben. Und dann müsste ich diese vier Spieler in ein Team stecken, aber ich kann ja nur drei Spieler pro Team nehmen. Und deswegen ist es mit 6 Spielern nicht möglich, dass nach 3 Runden jeder mit jedem gespielt hat. Und so ähnlich wie wir das jetzt für 6 Spieler gezeigt haben, kann man das auch allgemein für 4K plus 2 Spieler zeigen. Die Teams bestehen ja immer aus der Hälfte, also aus 2K plus 1 Spielern. Nach dem ersten Spiel kann ich dann nicht mehr als K Spieler austauschen, denn würden mindestens K plus 1 Spieler die Seite wechseln, dann bleiben die ja alle im gleichen Team und dann habe ich auch nur die höchstens K Spieler, die stehen bleiben, ausgetauscht. Also können maximal K Spieler das Team wechseln und es bleiben in jedem Team mindestens K plus 1 Spieler, die auch mit den mindestens K plus 1 Spielern aus dem anderen Team noch nicht zusammengespielt haben. Und wenn ich dann in der dritten Runde alle zusammenspielen lassen will, dann müssten alle K plus 1 Spieler mit den K plus 1 Spielern aus dem anderen Team zusammengespielt haben. Und das ergibt mindestens 2 K plus 2 Spieler, obwohl ich jetzt nur 2 K plus 1 Spieler in jedem Team habe. Und deswegen ist es allgemein bei 6, 10, 14 oder halt 4 K plus 2 Spielern nicht möglich, dass nach drei Runden jeder mit jedem mal gespielt hat. Also, wenn ihr zu viert abzählt und es geht genau auf oder es ist genau einer zu viel oder zu wenig, dann könnt ihr nach drei Runden schon schaffen, dass jeder mit jedem mal gespielt hat. Wenn es aber beim Abzählen mit einer 2 aufhört, dann geht das erstaunlicherweise nicht. Und dann habt ihr halt ein Problem. Das wollte ich euch mitteilen. Ciao!